Hallo und mal wieder herzlich willkommen bei Grenzenlos Leben. Schön, dass du reinschaust und mach mir doch die Freude und geh auch auf Telegram zu Grenzenlos Leben und abonniere da auch Grenzenlos Leben. Lass das Abonnement für den Newsletter da und abonniere den Kanal. Heute haben wir das Thema Deutschland, das korrupteste Land der Welt. Deutschland ist mit Abstand das korrupteste Land der Welt, was ich bisher erlebt habe. Und ich habe viele Länder erlebt. Wie komme ich auf die Idee? Heute wurde mal wieder eine Sau durch die Medien getrieben. Da hat eine Gestalt von der CSU, seines Zeichens Bundestagsabgeordneter und stellvertretender Fraktionschef dieser wunderbaren Partei CDU-CSU oder Fraktion CDU-CSU, da wurden dessen Büros durchsucht und man macht ihm den Vorwurf, dass er 650.000 Euro Schmiergeld angenommen hat. So what? Das ist doch normal in Deutschland. Ich erzähle gleich mal so einige Dinge zum Thema Korruption in Deutschland. Der Junge hat nur einen Fehler gemacht. Ich weiß nicht welchen, aber in so mafiosen Strukturen, wie die deutsche Politik sie darstellt und der deutsche öffentliche Dienst, da muss man seine Freunde natürlich bedenken. Und der gute Nüsslein war wahrscheinlich zu gierig oder zu geizig oder hat ein paar andere Fehler gemacht. Vielleicht hat er nicht bei der Gattin von Södolf die Maulkörbe bestellt. Who knows? Vielleicht hat er nicht das abgegeben, was man so den Zehnt der Korruption nennt. Who knows? Irgendeinen Fehler hat er gemacht, denn ansonsten wäre er nicht an den Pranger gestellt worden heute. Deutschland ist so korrupt, das war einer der Gründe, warum ich dieses Land verlassen habe. Es hat mich wirklich permanent nur angekotzt. Die Korruption ist allgegenwärtig. Und die meisten Leute, die sagen, oh, Korruption in Deutschland. So. Ich erzähle einfach nur mal aus meinem kleinen Leben. In den 90er Jahren war ich bei einer großen deutschen Brauerei. Für die habe ich im Osten den Gastronomievertrieb aufgebaut. Das läuft über sogenannte Getränkefachgroßhändler. Was ist das? Braucht niemand genau genommen. Die Brauerei könnte direkt liefern. Das ist der Großhandel, der sich dazwischen geklemmt hat, um Gaststätten dann zu beliefern. Ich habe in 9 Monaten insgesamt 9 Luxusuhren angeboten bekommen und viele, viele andere Geschenke, die ich alle zurückgeschickt habe und wo ich den Gebenden jedes Mal gesagt habe, nicht mit mir und vergiss es. Ich war nicht lange auf dem Job, weil das ist nicht populär. Man muss mitspielen in dem System, sonst hat es keinen Sinn. Geht nicht anders. Und ich habe auch ganz vielen Politikern gesagt, die zu mir kamen, gibt's nicht, mache ich nicht. Die Politiker stehen permanent bei der Brauerei, wollen hier die Raummiete bezahlt haben, da das Freibier, da das Essen. Es sind nicht Hunderte, es sind Tausende, mit denen Brauereien die Politiker spicken, auf das ganze Land gerechnet oder auf alle Politiker gerechnet, sind es Millionen. Aber das ist keine Korruption, nein, um Gottes Willen. Man bestellt die Landschaft. Das Ganze ging so weiter. Ich war dann Geschäftsführer eines Unternehmens für Baukunststoffe. Und Baukunststoffe werden nun mal sehr stark an den öffentlichen Dienst verkauft. Ahnst du, was kommt? Na klar. Die Parlamente standen immer so, also Kommunalparlamente oder auch andere in Parlamenten, die Mittel bewilligen. Aber ich kann gar nicht alle aufzählen, die bei mir standen und irgendetwas haben wollten und mir durch die Blume oder direkt sagten, was der Preis für den Auftrag ist. Gibt es nicht in Deutschland? Doch, ist Alltag in Deutschland. Deutschland ist von da bis da, von oben bis unten
korrupt. Und der öffentliche Dienst ist so korrupt, dass es einfach nur ekelhaft ist. Was ich in dieser Zeit, wo ich das Thema Baukunststoffe gemacht habe, erlebt habe im öffentlichen Dienst, ekelt mich noch bis heute an. Die standen wirklich mit Forderungen da, wo man sich manchmal fragen muss, geht's noch? Und das ging immer so weiter. Danach war ich bei einem Unternehmen, was Fertighäuser verkauft hat und habe dort die Geschäftsführung ausgeübt. Das Gleiche. Da geht es um Baurecht und ähnliche Sachen. Korruption, 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 Korruption. Als ich die Schnauze von Korruption voll hatte, habe ich gesagt, okay, dann mache ich mal meine eigenen Unternehmen. Aber das hat nicht aufgehört. Egal, wohin ich gegangen bin. Jetzt sagst du vielleicht, ja, aber es gibt ja Bereiche, da ist das nicht so. Nein, ich habe nicht einen Bereich erlebt, der nicht korrupt ist. Ich bin bei der Polizei direkt gefragt worden, haben Sie auch eine VIP-Lounge bei 96, also in Hannover oder beim HSV oder in anderen Städten? Das wird vorausgesetzt, dass man mal in der VIP-Lounge Fußball gucken geht. Und noch viel mehr wird vorausgesetzt. Aber das ist keine Korruption. Das ist gute Zusammenarbeit. Okay? Da lobe ich mir doch Länder in Mittel- und Südamerika, wo es für alles einen klaren Preis gibt. Das ist auch Korruption, aber die ist offen. Die ist klar erkennbar, die ist transparent. Pass, schnell und ohne Anspruchsgrundlage, so und so viel. Führerschein, schnell und ohne Anspruchsgrundlage, so und so viel. Hat alles seinen Preis. Jetzt sagst du, ja, aber in Deutschland ist das auch nicht anders. Da wird nur so getan. Weil ab und zu mal ein Nüsslein an den Baum gehängt wird. Was ist denn mit dem Spahn, mit seinen Wohnungsdeals, mit heute Mitarbeitern von ihm oder ihm Unterstellten und Nachgeordneten? Du kannst ein ganzes Buch schreiben. Es ist so durchgängig versüfft, das System, und ganz besonders der öffentliche Dienst, dass du das meines Erachtens überhaupt nicht ausrotten kannst. Die Erwartung, die diese ganze verkommene Struktur, dieses komplett versüffte System, mehr oder weniger subtil, mehr oder weniger offen an Lieferanten und an die Wirtschaft heranträgt, ist einfach nur ekelerregend. Viele Menschen wissen das nicht. Viele Menschen denken, in Deutschland geht alles ehrlich und anständig und deutsch zu. Ich habe in vielen Ländern der Welt Geschäfte gemacht in den letzten 40 Jahren. Wirklich, in vielen. Ich habe viele Länder kennengelernt. Ich kenne kein korrupteres, versüfteres und unanständigeres System als das System in Deutschland. Das ist einer der vielen Gründe, warum ich dieses Land vor geraumer Zeit endgültig verlassen habe, weil ich einfach nur angeekelt bin, wenn ich solche Dinge erlebe. Und das ist wirklich durchgängig. Um Missverständnisse zu vermeiden, ab und zu trifft man auch auf ehrliche. Aber das ist die Minderheit und die sterben über kurz oder lang in diesem Umfeld aus. Und deswegen gibt es in Deutschland, für Deutschland und mit Deutschland keine Zukunft, solange dieses System nicht komplett abgeräumt ist, komplett zerstört ist, komplett einfach mal auf Null gestellt wird. Und das wird nicht angenehm sein, das wird passieren. Und da dies nicht angenehm sein wird und da dies passieren wird, ist es für dich vielleicht an der Zeit, auch darüber nachzudenken, gibt es bessere Plätze auf der Welt als Deutschland? Und ja, es gibt viele bessere Plätze auf der Welt. Eigentlich fast jeder Platz auf der Welt ist besser, auch wenn dir in der Lügenpresse und in den Mainstream-Medien von früh bis spät erzählt wird,
es ist überall gleich schlimm, es wird überall gleich. Nein, das stimmt natürlich nicht. Die New World Order, der Great Reset, wird nicht überall gleich werden. Das ist ein feuchter Traum von Vollidioten und das ist die Lüge, die den Menschen in Deutschland erzählt wird, um sie in diesem Gefängnis zu halten. Wenn dir dieses Video gefallen hat, geh auf Grenzenlos Leben auf Telegram, da gibt es noch viel mehr Inhalte und denk dran, abonnieren und liken, dann freue ich mich und du tust mir auch einen Gefallen. Bis zum nächsten Mal, dein Klaus von Grenzenlos Leben.